So, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Satz, nämlich Satz 1, 4, 6. Der ist jetzt ein bisschen konkreter. Wir nehmen uns mal einen Vektorraum und wir sagen, dass P eine punktetrennende Familie von Halbnormen ist auf E. Punktetrennende Familie von Halbnormen auf E. Und jetzt definieren wir uns spezielle Mengen, nämlich zu jedem P aus dieser punktetrennenden Menge P definieren wir jetzt die Menge U von P, N. Also das heißt, wir geben dem Ganzen sozusagen eine Halbnorm mit und eine Zahl n aus n, das schreibe ich gleich noch dazu. Und das soll einfach sein, die Menge aller x in E, sodass diese Halbnorm p von x kleiner ist als 1 durch n. Und wie gesagt, das n soll eben eine natürliche Zahl sein. Und damit definieren wir jetzt noch eine Menge b oder ein Mengensystem b, je nachdem, wie man das lesen möchte. Und das soll einfach sein der Schnitt U von P1, N1 bis U von PN, PM, Entschuldigung, PM, XM, Entschuldigung, NM. So. Und zwar derart, dass diese P1 bis PM in P sind und die N1, Entschuldigung, bis NM gerade in N für eine Zahl M aus N. Das ist also sozusagen Setting. Ja, bis jetzt ist noch nichts, was gefolgert wird. Das sind einfach nur Definitionen und so ein paar Festlegungen. Jetzt kommt die Aussage. Dann ist dieses B eine Nullumgebungsbasis aus absolut konvexen Mengen. Absolut konvexen. Ja, sogar Nullumgebungen. Ne? Aus absolut konvexen Nullumgebungen einer Topologie T auf E. Mit der E, also mit dieser Topologie T, zu einem lokalkonvexen topologischen Vektorraum wird. Und zwar so, dass noch ein paar zusätzliche Sachen gelten. Also, wenn man möchte, ich habe das glaube ich im Skript nicht getan, vielleicht hole ich das noch nach, kann man das Ding hier auch den Erzeugungssatz nennen. Weil der gibt uns jetzt wirklich eine Methode an, aus einer vorgegebenen punktetrennenden Familie einen lokalkonvexen topologischen Raum zu konstruieren. Also so das gelten. Jedes P aus der Menge P ist stetig unter dieser, mit dieser Topologie. Und B, wenn wir eine beschränkte Teilmenge von E haben, beschränkt wieder in unserem Sinne, dann soll auch oder eine Menge M Teilmenge E soll genau dann beschränkt sein, wenn alle P aus dieser Familie auf M beschränkt sind. Also wir möchten das sozusagen so basteln, dass die Beschränktheit in diesem entstehenden Raum die natürliche Beschränktheit ist, also der natürlich in Frage kommende Beschränktheitsbegriff. Also dass einfach alle Funktionale oder besser gesagt alle Halbnormen hier beschränkt sind. Gut, dann wollen wir das doch mal beweisen. Das ist jetzt nach der Vorarbeit tatsächlich auch nicht mehr ganz so dramatisch. Also Ziel ist es sozusagen, erstmal zu schauen, dass wir überhaupt Topologie finden. Und dann müssen wir die ganzen Eigenschaften nachrechnen, die wir irgendwie haben wollen. Das ist halt ein bisschen länglich, aber im Konzept her nicht schwierig. Wir schauen also mal. Was müssen wir denn zeigen? Dann gliedert sich das Ganze nämlich schon mal schön.
Na, zunächst mal müssen wir zeigen, dass diese Menge T, die ich da postuliere, dass die existiert und tatsächlich eine Topologie ist. Das wird relativ kurz verlaufen. Dann müssen wir natürlich zeigen, dass E zusammen mit dieser Topologie ein topologischer Vektorraum ist. Das heißt, wir müssen zeigen, dass Addition und Skalarmultiplikation stetig sind, in gewisser Weise, ne? Und wir müssen natürlich zeigen, dass das Ding die Hausdorff-Eigenschaft hat. Das dauert ein bisschen. Naja, und dann müssen wir noch diese beiden Sachen A und B zeigen, ne? Also A und B gelten. Das dauert tatsächlich ein bisschen, weil da teilweise längliche Rechnungen drin sind, aber die Idee hinter den ganzen Geschichten ist halt relativ klar. Also fangen wir mal an, diese Schritte hier konsistent durchzuziehen. Also, zu 1. Es ist ja so, dass U genau dann offen ist, wenn ich U als Vereinigung von irgendwelchen Translationen von Elementen in B darstellen kann. Also U ist offen, genau dann, wenn U kann als Vereinigung von Translationen von Elementen in B geschrieben werden. Das ist einfach so ein bisschen die Definition der Nullumgebungsbasis. Das heißt, eine gute Wahl oder die richtige Wahl, sage ich mal, für T ist dann gerade die Menge zu nehmen. Naja, nach dieser Definition zu sagen, okay, das sind alle U-Teilmenge E, sodass U offen ist bezüglich dieser Definition hier oben. Also das ist genau dann, wenn. Ja, mit der Definition kann man dann sehr leicht nachrechnen, dass Tau eine Topologie ist und insbesondere existiert. Also, ja, ist der erste Schritt sozusagen abgehandelt. Wir haben eine Topologie gefunden. Das ist der Offenheitsbegriff, den wir definieren. Und das ist dann sozusagen formal die Topologie aufgeschrieben bezüglich dieses Offenheitsbegriffs. Und damit haben wir die Topologie gefunden. Dass es wirklich eine Topologie ist, das ist ein elendiges Nachrechnen. Ist jetzt nicht besonders spannend. Gut, jetzt müssen wir zeigen, dass das Ding einen topologischen Vektorraum bildet. Ja, das heißt, wir müssen im Prinzip einige Sachen nachweisen. Erstmal müssen wir zeigen, dass das Ding irgendwie die Hausdorff-Eigenschaft erfüllt. Und dann müssen wir zeigen, dass die Stetigkeit der algebraischen Operationen gewährleistet ist. Das heißt, wir nehmen uns erstmal ein x aus E. So als kleine Vorüberlegung. Mit x ungleich 0. Dann wissen wir ja, weil die Familie, die wir betrachten, punktetrennend ist, dass p von x ungleich 0 ist für ein p eben aus dieser Menge p. Und jetzt wählen wir einfach ein n aus den natürlichen Zahlen, sodass n mal p von x größer ist als 2. Ne, das geht sicherlich, p von x ist ungleich 0, aber größer 0. Das heißt, es gibt irgendein n, der das Ding so aufbläst, dass das größer als 2 wird. Und mit der Setzung setzen wir dann u als Abkürzung für u von p, n. Und v setzen wir als x plus u. Dann wissen wir auf jeden Fall nach Definition oder nach Voraussetzung, dass das u eine Nullumgebung ist. Und wir wissen, dass das v eine Umgebung ist an x. Das ist ja schon mal gut. Und jetzt wollen wir zeigen, dass diese beiden Umgebungen disjunkt sind und daraus folgt dann sofort die Hausdorff-Eigenschaft, weil so ist das Ding halt gerade gebaut. Also, wir zeigen nun, U geschnitten V gleich leer. Ja, wie machen wir das? Wir nehmen einfach mal an, es würde sich irgendetwas im Schnitt befinden. Also wäre Y in U geschnitten V. So wäre ja nach Definition P von Y
kleiner als 1 durch n, weil u ist ja einfach u von pn. Ne? Und dementsprechend wäre dann nach Definition der UPNs gerade p von y kleiner als 1 durch n. Das heißt aber, ich kann jetzt ein bisschen mit diesen Eigenschaften der Halbnormen rechnen, p von x ist ja dann definitiv kleiner gleich p von x minus y plus y. Das ist also einfach eine Dreiecksungleichung. Also kleiner gleich p von x minus y plus p von y. Naja, x minus y hat aber dann Abstand 1 durch n. Ist kleiner als 1 durch n. Und p von y ist kleiner als 1 durch n. Ne, so umgerechnet. Das ist aber 2 durch n. Jetzt haben wir aber hier oben ja das Ganze so gewählt, dass n mal p von x größer als 2 ist. Ja, das heißt, 2 durch n ist kleiner als p von x. Das heißt, das hier ist kleiner als p von x. Mit dieser gelben Begründung hier oben. Ja, das ist aber ein Widerspruch, weil jetzt steht hier, p von x ist echt kleiner als p von x. Ja, und das heißt, u geschnitten v ist gerade die leere Menge. Ja, und damit ist eben e, t ein Hausdorffraum. So. Um jetzt abschließend zu zeigen, dass ja sozusagen jede, dass die algebraischen Operationen stetig sind, müssen wir halt einfach nur nachrechnen, dass das der Fall ist. Das ist jetzt ein bisschen langweilig. Ne, also jetzt Stetigkeit der algebraischen Operationen. Ja, dafür nehmen wir uns mal eine Nullumgebung raus. Also sei V eine Nullumgebung. Dann existieren P1 bis Pm aus unserer Familie P und gewisse natürliche Zahlen N1 bis Nm aus N. Ja, so dass ich eben sagen kann, dass U von P1, N1 geschnitten mit allen Mengen bis u von pm, nm, dass das eine Teilmenge ist von v. Und das nenne ich mal Sternchen. Und jetzt setzen wir mal Folgendes. Wir setzen u gleich u von p1 und dann verdoppeln wir das n1, also 2n1. Und das machen wir mit allen weiteren auch. Also u von pm 2nm. Dann ist nach Konstruktion u eine kreisförmige Menge. Und nach der Eigenschaft H2 von Halbnormen folgt dann u plus u ist eine Teilmenge von diesem v. Und damit ist die Addition stetig. Jetzt müssen wir irgendwie die Skalarmultiplikation stetig kriegen. Also ich setze das mal hier so ein bisschen ab. Das hier ist die Addition, Stetigkeit der Addition. Und jetzt kommt eben die Stetigkeit der Multiplikation. Also, dazu sei nun ein x aus e gewählt und ein Skalar aus k. Und dazu brauchen wir noch irgendeine Nullumgebung, ne, weil sonst können wir irgendwie nicht viel machen. Und jetzt wählen wir das u wie oben. Dann existiert zunächst mal ein s größer 0, sodass x in s mal u, weil das Ding natürlich absorbierend ist. Und jetzt setzen wir t gleich s durch 1 plus den Betrag von Alpha mal s.
S ist größer 0, der Betrag von Alpha ist größer 0, also ist das hier insgesamt größer als 0. Und jetzt gucken wir mal, was passiert denn, wenn y in x plus t mal u ist? Und wir nehmen uns ein Beta aus k und skalieren damit. Ja, jetzt muss das Beta aus k natürlich nicht irgendwas sein, sondern wir wollen ja die Stetigkeit haben, also müssen wir irgendwie ein Delta fixieren. Das heißt, wir sagen einfach mal, Beta minus Alpha soll betragsmäßig kleiner als 1 durch s sein. Für diese Voraussetzung hier folgt dann was? Naja, Beta mal y minus Alpha mal x. Jetzt müssen wir das ein bisschen aufplustern. Das ist Beta mal x minus y plus Beta minus Alpha mal x. Also wir ergänzen hier einfach. Was ergänzen wir? Beta y. Ja, wir addieren Beta x. Ne? Also hier Beta x, hier minus Beta x. Moment. Da muss x minus y, y minus x stehen. So. Weil dann haben wir hier minus Beta x, hier kommt ein plus Beta x hin und dann stimmt es nämlich. So, was wissen wir jetzt über das erste? Naja, das liegt auf jeden Fall in Beta mal t mal u. Ja, warum? Weil natürlich hier oben, wo haben wir es? Das y ja in t mal u liegt, das heißt y minus x liegt dann gerade in t mal u. Das ist diese Geschichte. Und Beta minus Alpha mal x ist dann natürlich ein Element in Beta minus Alpha mal s mal u. Wo haben wir das? Hier x ist in su. Das heißt, hier kommt das su her. Ja, und wenn wir das eben haben, dann wissen wir aber, Beta tu, das liegt wiederum in u nach Konstruktion. Und das hier liegt auch in u, weil ja das hier kleiner 1 ist. Also das Beta mal t ist kleiner 1. Also Beta minus Alpha ist kleiner 1 durch s. Und dementsprechend ist das hier kleiner 1 mit dem s davor. Das heißt, das liegt auch in u. Und u plus u ist aber wieder eine Teilmenge v. Ne, und das möchten wir jetzt hier, an dieser Stelle machen wir es vielleicht nochmal ein bisschen explizit. Also hier dieses Beta t, das ist das, was uns Sorgen macht. Das hier ist ja einfach. Ne? Beta minus Alpha ist einfach kleiner 1 durch s mal s ist 1, passt. Aber hier müssen wir vielleicht nochmal ein kleines Wörtchen zu verlieren. Hier haben wir nämlich einfach den Betrag Beta t. Das ist gleich, jetzt setzen wir die Definition von t ein, das ist also Beta s durch 1 plus Betrag Alpha s, davon der Betrag. Das ist aber nichts anderes als der Betrag Beta minus Alpha s plus Betrag Alpha s, also eine kleine Nulladdition eingeschoben, durch 1 plus Betrag Alpha s. Na, und jetzt können wir hier Abschätzung im Zähler vornehmen. Beta minus Alpha ist kleiner als 1 durch s mal s. Ja, plus Betrag Alpha s durch 1 plus Betrag Alpha s. Das heißt, hier steht 1 plus Betrag Alpha s im Zähler. Ja, und das ist dann plötzlich eine 1. Also so kommen wir dann an der Stelle. An die Geschichte dran. Na komm. So. Und das ist sozusagen die kleine Nebenrechnung, die wir hier machen müssen. Ja, und damit ist es dann natürlich so, an der Stelle, ja, falsche Farbe, an der Stelle geht natürlich noch die Kreisförmigkeit ein. Ne? Also hier ist die Kreisförmigkeit der Umgebung wichtig. Weil sonst können wir diese Abschätzung nicht tun, weil die Kreisförmigkeit, die sichert ja, dass wenn hier vorne ein Skalar dran steht, der kleiner als 1 ist, dass ich dann wirklich auch in U bleibe. Wenn ich nicht kreisförmig bin, dann muss das natürlich überhaupt nicht der Fall sein. Also das hier ist dann die wichtige Stelle, wo diese Voraussetzung einfach ins Spiel kommt. Ja, und mit dieser Überlegung wissen wir dann zumindest schon mal, okay, die Skalarmultiplikation ist stetig. Das ist also hier jetzt dieser Teil. Stetigkeit der Skalarmultiplikation. Gut, damit wissen wir jetzt, wenn wir das alles zusammenfassen, was wir bis jetzt gemacht haben,
Damit wissen wir jetzt, dass das E, Tau ein topologischer Vektor ist. Jetzt gucke ich gerade mal ganz kurz. Ja, genau. So, und die Lokalkonvexität, genau, Aufnahme läuft, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Die Lokalkonvexität, die folgt jetzt aus der Absolutkonvexheit der Nullumgebung. Also das heißt Lokalkonvexität. Oh. Lokalkonvexität ist klar nach Konstruktion. Gut. So. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch, in Anführungsstrichen, richtig, nur noch A und B zeigen. Und dabei ist es so, dass A relativ simpel ist und B ein bisschen Arbeit erfordert. Also, A. Naja, nach Definition der UPN ist dann natürlich jedes P stetig in 0. So ist ja gerade das Ding hingeschrieben. Und jetzt hatten wir ja schon einen Satz, der sagt, wenn ich stetig in 0 habe und ich habe wieder ein lineares Funktional, dann ist das, überträgt sich die Stetigkeit in jeden Punkt via Translation. Das heißt, nach diesem 1, 4, 3 ist das. 1, 4, 3, B kriegen wir dann raus, dass P eben stetig auf E ist. Gut. Das war A. Das ist der einfache Teil. Bei B müssen wir jetzt zwei Sachen zeigen. Wir müssen nämlich einmal annehmen, dass unsere Menge beschränkt ist und daraus die Beschränktheit der P's folgern und einmal genau umgekehrt folgern. Wir fangen einfach mal mit der Hinrichtung an. Dann gehen wir in die Rückrichtung nicht ganz so kopflos. Also sei M Teilmenge E beschränkt. Das ist ja jetzt unsere Voraussetzung. Und wir nehmen uns jetzt ein P aus P. Und jetzt wollen wir zeigen, dass das P stetig ist bezüglich der Topologie T. Na, was wissen wir? Wir wissen, unter diesen Voraussetzungen ist U von P,1 eine Nullumgebung, also in U von 0. Das heißt aber, ich finde ein K größer 0, sodass ich das M, weil es eine beschränkte Menge ist, in K mal UP1 reinpacken kann. Nach Definition beschränkter Mengen. Das heißt jetzt aber wiederum nach Definition der p's, dass das p von x kleiner ist als k. Und zwar für alle x aus m. Naja, und das p, das heißt natürlich dann nichts anderes, als dass dieses p beschränkt ist. Beschränkt auf m. So, das war die Hinrichtung. Jetzt gucken wir an, was passiert, wenn unsere P's allesamt beschränkt sind. Das ist auch nicht unwesentlich schwieriger. Also sei umgekehrt. M Teilmenge E. Naja, und eben P aus dieser Menge P rausgegriffen, so dass eben P beschränkt auf M ist. So. Dazu wählen wir uns noch eine Nullumgebung mit der Eigenschaft Sternchen. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, was war denn Sternchen? Naja, Sternchen hatten wir hier oben fixiert. Das heißt, es gibt so P1 bis PM und N1 bis NM. Ja, sodass eben der Schnitt der UPI, NI, eine Teilmenge ist von V. Das ist also das, was wir sozusagen voraussetzen wollen. Dann ist es ja so, dass ein MK kleiner unendlich existiert, sodass ich das PK von X, was aus diesem Sternchen resultiert,
abschätzen kann durch mk, und zwar für x in m und natürlich für jedes der k's, also für k gleich 1 bis m. Und jetzt wählen wir einfach einen n aus den natürlichen Zahlen. Ja, mit folgender Eigenschaft: n soll größer sein als nk mal mk, und zwar für k gleich 1 bis m. Jetzt müssen wir uns nur sozusagen kurz überlegen, dass das auch wirklich gibt. Es ist aber natürlich so, diese Zahl hier, das nk ist eine natürliche Zahl und das mk ist kleiner unendlich, also ist das hier kleiner unendlich. Das heißt, wir müssen sozusagen das n einfach nur größer wählen als das Maximum dieser nk-mks. Das geht. Mit dieser Setzung haben wir dann aber sofort, dass m eine Teilmenge ist von n mal v. Naja, und das heißt dann natürlich, dass m beschränkt ist nach Definition. Und damit ist dann der Satz bewiesen. So, wir wollen jetzt prinzipiell die Erzeugung topologischer Räume vom Konzept her abschließen. Und das machen wir mit der Bemerkung 147. Wir betrachten einfach mal einen Vektorraum E und eine punktetrennende abzählbare Familie, also P gleich Pn, n aus n, punktetrennende Familie von Halbnormen auf diesem Vektorraum E. Jetzt haben wir ja gerade mit dem 146er gezeigt, mit dem Satz 146, dass dieses P eben gerade eine lokalkonvexe Topologie auf E erzeugt. So. Ist das jetzt der Fall, ne, dann haben wir ja hier jetzt nach Voraussetzung irgendwas, was abzählbar ist, ne? Also in diesem Fall ist das P abzählbar. Naja, und es gibt eine invariante Metrik. Die nennen wir D, die gerade diese Topologie erzeugt. Zum Beispiel können wir da nehmen d von x, y gleich, ja, so eine unendliche Reihe n gleich 1 bis unendlich, dann so einen konvergenzerzeugenden Vorfaktor 2 hoch minus n, naja, und dann das Minimum aus 1 und pn von x minus y. Man verifiziert leicht, dass das eine Metrik ist, weil man ja im Prinzip hier, also die Konvergenz ist klar sozusagen, weil wir das durch 1 abschätzen können. Und die Metrikeigenschaften rechnet man genauso leicht nach. Man kann aber auch folgende Metrik benutzen. Die kommt auch wieder mit so einer konvergenzerzeugenden Reihe, nämlich n gleich 1 bis unendlich. Ja, jetzt nehmen wir hier halt 2 hoch minus n. Und jetzt machen wir was, wo man die Metrikeigenschaft vielleicht ein bisschen einfacher sieht. Wir nehmen pn von x minus y und dividieren das durch 1 plus pn von x minus y. Das ist Formel 1,17. Jetzt wollen wir halt wirklich zeigen, dass diese Metrik D tatsächlich die Topologie erzeugt. Das machen wir auch sofort, nachdem ich genießt habe. So, jetzt funktioniert das deutlich besser. Also Ziel: zeige, dass D diese Topologie T erzeugt. Dann nennen wir es aber wirklich T. Also, um zu zeigen, ja, dass eben D die Topologie T erzeugt, da fixieren wir uns jetzt ein paar Kugeln.
Wobei mit dem Begriff Kugel hier wieder geometrisch vorsichtig umzugehen ist, weil das ist nicht unbedingt kugelförmig. Aber im RN sind das eben gerade Kreise, respektive Kugelschalen, Kugeln. Das heißt, das ist hier schon ganz in Ordnung. Das sollen alle x in E sein, sodass die Metrik von x,0 kleiner als R ist. Also das sind sozusagen eine gewisse Art Einheitskugeln. Das Ganze betrachten wir für R größer 0 und zeigen jetzt, dass diese BR, also dass die Menge BR, R größer 0, eine Nullumgebungsbasis für diese Topologie T ist. So, das ist also das, was wir zeigen wollen. Na, ich unterstreiche das hier mal so, weil jetzt kommt wieder ein Teil in Blau. Blau. Es ist ja so, wir wissen nach diesem Satz 1, 4, 6 ist das ja gerade eine lokal konvexe Topologie auf E, sodass alle Pn gerade stetig gemacht werden. Das war diese Eigenschaft A, die diese Topologie erfüllt. Also, da jedes Pn jetzt nach diesem Satz 1, 4, 6 stetig ist, und natürlich diese Reihe gleichmäßig konvergiert, das ist das, was ich gerade angeschnitten habe, weil natürlich hier dieser Faktor 2 hoch minus n drin steht. Welche Reihe wir nehmen, ist egal, weil man kann tatsächlich zeigen, dass diese beiden Metriken äquivalent sind. Dementsprechend ist das relativ Wumpe. Und die Reihe in 1,17 gleichmäßig. Ja, jetzt muss man natürlich noch sagen, wo das konvergiert. Es muss natürlich irgendwie auf dem Kreuz konvergieren. Und beide Elemente kommen halt aus E, das heißt, es konvergiert gleichmäßig auf E Kreuz E. Oh, konvergiert fehlt. Ja, daraus folgt jetzt natürlich, dass D als Metrik stetig ist auf E Kreuz E. Ne, und natürlich nach Definition der BR ist es dann natürlich so, dass diese Kugeln hier auch offen sind. Also und die BR sind offene Mengen. Das ist also die erste Beobachtung, die wir hier machen. Mit dieser Beobachtung können wir jetzt ein bisschen weitermachen. Wir nehmen uns jetzt mal eine Nullumgebung. Bezüglich dieser Topologie T. Dann existieren ja nach diesem Satz, den wir oben benutzt haben, existieren Halbnormen P1 bis Pm aus P und eine natürliche Zahl n aus n, sodass ich eben diese Kugeln UP1, n geschnitten U, oh, andersrum, UPM, P, M, n, ja, dass ich das sozusagen hier in das U reinstopfen kann. Und jetzt setzen wir Delta und eine Folge Rn fest. Wir setzen nämlich Delta gleich 1 durch n und Rn gleich 2 hoch minus n mal Delta. Also nichts anderes als 2 hoch minus n durch n, wenn wir es aufdröseln. Ist jetzt x aus aus BR, also aus der Kugel, naja, so folgt gerade für alle k von 1 bis m, also für k gleich 1 bis m, dass ich 2 hoch minus k schreiben kann mal pk von x. Und das ist ja dann kleiner nach Definition als 2 hoch minus k mal Delta. So weit, so gut. Das kann ich jetzt natürlich ein bisschen umstellen. Dann habe ich hier stehen pk von x. Kann ich auf beiden Seiten das 2 hoch minus k rausschmeißen. Das heißt, pk von x ist kleiner als Delta und Delta war 1 durch n. Das heißt im Umkehrschluss, das x, was wir hier gewählt haben, das ist ein Element von UPKN. Und zwar für k gleich 1 bis m. Das heißt, es liegt auch insbesondere in dem Schnitt. Und im Schnitt liegt es dann ja wieder in U.
Das heißt, das x ist in u und das x war in br beliebig. Das heißt, hiermit haben wir gezeigt, dass br eine Teilmenge ist von u. Naja, und dementsprechend sind die Dinger offen und eine Nullumgebung. Und das ist genau das, was wir hier zeigen wollten. Joa. Achtung, das ist vielleicht das, was ich hier noch hinterschreiben möchte. Das ist das falsche Rot. Diese BR, die müssen im Allgemeinen nicht konvex sein. Kleines Beispiel dazu vielleicht. Wir haben ja ein relativ gutes Verständnis davon, was mit den LP-Normen passiert. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel jetzt mal unsere Einheitskugeln bezüglich der LP-Norm. Was wissen wir denn so? Wir kennen im Wesentlichen ein paar Einheitskugeln. Wir wissen, dass also nehmen wir nicht mal die LP-Norm, nehmen wir einfach nur die Vektornormen. Vektornormen. Also wir sagen, die Norm von xp ist gleich, jetzt müssen wir mal kurz überlegen, wie wir das machen. Summe i gleich 1 bis 2, Betrag xi hoch p und daraus die Wurzel. Und i gleich 1 bis 2, einfach nur, damit wir es hier kurz im Zweidimensional machen können. Und das p ist dann eben klassischerweise wieder so rumgebastelt. Und also da kleiner unendlich und für gleich unendlich haben wir die Maximumnorm. Dann wissen wir ja zum Beispiel die Einheitskugel bezüglich der 2-Norm, also der euklidischen Norm, ist ja gerade der Einheitskreis. So ist das Ding ja gerade definiert. Es ist allerdings so, dass sich das Ganze halt nach außen ausbeult. Das heißt, wir landen irgendwann, hier draußen beim Einheitsquadrat bezüglich der L-unendlichen Norm, wenn ich mich nicht irre. So, das sind also zwei Einheitsschalen. Und dann kann man sich überlegen, dass man auch noch eine dritte, ich gebe den ganzen nochmal unterschiedliche Farben, Momentchen. Kriegen wir hin. Machen wir mal so ein Orange, da habe ich nämlich einen Stift zu. Also das sind zwei Einheitskugeln und jetzt kann man sich überlegen, dass man, glaube ich, dann für die 1-Norm oder umgekehrt, habe ich jetzt gerade nicht ganz im Kopf, diese Einheitsschale erhält, die also quasi so eine Raute ist. Müsste die 1er-Norm sein. So, und das sind natürlich jetzt Nullumgebungen, die konvex sind. Das heißt, was hier im Prinzip hintersteckt, das sind die Mengen, die wir betrachten. Das sind, also hier die BR wären dann quasi alle x aus R2, sodass die Norm von x bezüglich dieser P-Norm eben gerade kleiner als 1 ist. Deckt sich das mit dem hier oben? Ja. Wenn die Schalen B1. Ne? So. Gut, jetzt ist es aber so, man kann diesen formalen Ausdruck hier auf der rechten Seite, den kann man natürlich auch hinschreiben für P zwischen 0 und 1. Und dann beginnen sich hier diese Dinger zu wölben. Das liegt im Wesentlichen daran, dass dann die entstehenden Ausdrücke keine Normen mehr sind. Und dementsprechend kriegen wir hier so gewölbte Dinger raus. Und wir sehen jetzt hier, das ist zwar noch konvex, aber es ist schon nicht mehr so schön kreisförmig wie das vorher unbedingt. Ne? Also kreisförmig geometrisch, nicht wie wir es definiert haben. Ist vielleicht unglücklich ausgedrückt. Also das sind zum Beispiel Sachen, die da passieren können. Man kann das jetzt natürlich, wenn man das noch allgemeiner spinnt, wir haben jetzt ja hier mit dem R2 noch einen vernünftigen Raum genommen, sag ich mal, ne? Also einen metrischen Raum, insbesondere einen Hausdorffraum. Wenn man da jetzt ein bisschen krudere topologische Beispiele sich anschaut, dann kann man hier sehr leicht Beispiele finden, die eben diese Konvexitätseigenschaft nicht mehr haben. Aber das ist zum Beispiel eben eine Sache, die passieren kann, dass man sich eben von der üblichen Anschauung lösen muss, was diese Einheitsbälle angeht. Und man kriegt plötzlich was komplett anderes raus. So, also im letzten Video hatten wir jetzt die Erzeugung so einer lokalkonvexen Topologie oder lokalkonvexer Räume im Wesentlichen geklärt. Jetzt wollen wir uns noch ganz kurz den linearen Abbildungen zwischen
lokalkonvexen Räumen widmen, weil da kriegen wir eine ganz nette Charakterisierung, die wir im Wesentlichen schon aus den Grundlagen kennen. Und zwar ist das Satz 148 und dann damit verbunden die Folgerung 149. Die packen wir auch jetzt klassischerweise in ein Video, dann haben wir es fertig. Also wir nehmen mal E und F, zwei lokalkonvexe topologische Vektorräume. Ich nenne sowas häufig in Zukunft einfach ein LTVR. Und zwar wollen wir die so wählen, dass die zugehörigen Topologien auf den Räumen gerade von Halbnormfamilien, die nennen wir jetzt P und Q. P und Q erzeugt werden. Und sei T von E nach F linear. Also irgendein linearer Operator zwischen diesen beiden lokalkonvexen topologischen Vektorräumen. Und dann sind äquivalent zwei Aussagen. Jetzt können wir mal ganz kurz überlegen, was wir so bis jetzt mit linearen Abbildungen gemacht haben. Naja, wir haben im Wesentlichen immer die Stetigkeit durch die Beschränktheit charakterisiert, möchte ich sagen. Und wir haben ja gerade auch was zur Beschränktheit von so Sachen von Halbnormfamilien oder von Mengen gemacht. Und jetzt bringt halt dieser Satz sozusagen wieder diese beiden Sachen natürlicherweise zusammen. Also äquivalent, ich möchte wieder eine äquivalente Charakterisierung der Stetigkeit haben über irgendwas Beschränktes. Also A, T ist stetig. Und B, ja, für alle Q aus Q, also aus der Halbnormfamilie, die im Bild von T liegt, oder die das Bild von T erzeugt, je nachdem, wie man das sehen möchte, gibt es Halbnorm P1 bis Pm aus P und eine Konstante M kleiner unendlich, sodass Folgendes gilt. Wenn ich mir Q angucke von Tx, dann ist das kleiner gleich als m mal das Maximum von k gleich 1 bis m über die pk von x. Und das Ganze gilt für alle x in E und trägt die Nummer 118. Also gucken wir kurz an, ob das Sinn ergibt. Das Q ist ja etwas, was auf F operiert und in die natürlichen Zahlen schießt. Also muss das jetzt ein Argument aus F kriegen. Na gut, T bildet ja gerade das X aus E ab auf irgendwas in F. Das heißt, das hier ist dann irgendwas in 0 unendlich. Naja, und hier sieht es halt genauso aus. Ne? Das hier ist irgendwas in 0 unendlich. Und ich skaliere das im Maximum noch mit so einer Konstanten durch. Also sind hier zwei Sachen miteinander verglichen, die auch wirklich Sinn ergeben. Oder wo der Vergleich wirklich Sinn ergibt, so rum vielleicht. Und jetzt wollen wir eben diese beiden Richtungen beweisen. Und das ist ja nicht wirklich Aufwand, es ist nur teilweise wieder ein bisschen technisch. Das ist immer das Problem. Aber wir wuseln uns da jetzt schon in Ruhe durch. Beweis. Es ist folgendermaßen. Wir müssen mit einer Richtung anfangen. Wir fangen wieder mit A nach B an. Dann hat der Tag ein bisschen Struktur. Sei also T stetig und Q irgendeine Halbnorm aus dieser Halbnormfamilie Q. Dann wissen wir wieder, dass das UQ1, also U von Q, 1, dass das eine Nullumgebung ist in F. Und jetzt ist das T ja stetig. Das heißt, es gibt eine Nullumgebung U im Nullumgebungssystem von E, also dass T von U in U von Q1 landet. Das ist einfach nur die Definition der Stetigkeit unseres Operators. Jetzt existieren dadurch Halbnormen P1 bis Pm in P und ein N aus N, sodass gerade der Schnitt
P1, n mit u von p m, n, dass das noch komplett in u liegt. Und jetzt müssen wir uns erstmal irgendwie eine kurze Abkürzung schaffen, damit es ein bisschen übersichtlicher bleibt. Wir setzen jetzt nämlich einfach p von x fest als dieses Maximum auf der rechten Seite. Also das, was wir zeigen wollen. Pk von x für x aus e. Einfach nur zur Abkürzung, damit es halt nicht ganz so überbordend wird. Dann folgt, dass q von tx zunächst mal kleiner ist als 1 für alle x aus e mit p von x kleiner als 1 durch n. So. Und jetzt müssen wir im Prinzip zwei Fälle abfrühstücken. Also zu diesem ganzen Bums sei jetzt x aus e. Und jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder die Halbnorm auf oder p von x ist 0 oder p von x ist eben nicht 0. Das müssen wir jetzt durchdiskutieren. Also Fall 1. P von x ist 0. Ja, dann wissen wir, dass t mal x in v ist für alle t größer 0. Das heißt dann aber, dass t mal q von tx, dass das das gleiche ist wie q von t von tx. Hier geht ein, t ist linear. Na, wir ziehen das t in q rein, q ist eine Halbnorm, da darf ich das, weil das t größer 0 ist. Und in das t darf ich es reinziehen, weil es ein Skalar ist. So, q von tx, weil das p von x ist kleiner als 1 durch n, ist das hier kleiner als 1. Das heißt, das hier ist insgesamt kleiner als 1. Und zwar für alle t größer als 0. Naja, und dann folgt, dass q von tx gleich 0 sein muss. Na, weil das hier kann ich nicht haben für alle t größer 0, wenn ich hier was stehen habe, was größer als 0 ist. Weil sonst bläht sich das auf. Das ist also der erste Fall. Das ist der angenehme. Weil jetzt haben wir natürlich, was wollen wir überhaupt zeigen? Nochmal kurz oben hingeguckt. Wir wollen zeigen, dass q von tx sich abschätzen lässt durch Konstante mal Maximum der pk. Naja, wenn das hier aber 0 ist, naja, dann haben wir damit ja alles gezeigt. Ne? Weil dann steht hier ja q von tx, muss nochmal ganz deutlich hinzuschreiben, q von tx ist kleiner gleich m mal p von x. P von x war ja das Maximum. Naja, das ist aber gerade 0, weil das p von x gleich 0 ist. Das heißt, das ist gleich 0 mit m größer 0 beliebig. Also dann haben wir hier die Abschätzung sofort klar. Das heißt, der eigentlich interessante Fall ist es, wenn sozusagen die Abschätzung nicht trivial ist. Also wenn mein Maximum wirklich größer 0 ist. Jetzt muss man einen Trick anwenden. Jetzt wollen wir ja sozusagen was über p wissen. Naja, was können wir denn sagen? Wir können sagen, wir können hier einen speziellen Vektor reinstecken. Sagen, dass das 1 durch 2n wird. Und das dann durch 1 durch n abschätzen. Wenn wir das schaffen, also wenn wir hier irgendwie sowas finden, also hier die Lücke so füllen, dass das gilt, dann sind wir nämlich in dieser Situation hier. Dann haben wir nämlich p von x kleiner 1, 1 durch n. Und dann wissen wir, dass q von tx für diese x gerade kleiner ist als 1. Das heißt, ich muss nur quasi noch einen Vektor finden, oder ein Element in dem Vektorraum, ja gut, das ist ein Vektor, dass das hier rauskommt. Das kann ich einfach machen. Ich kann nämlich einfach sagen, ich setze hier rein x und skaliere das ein bisschen rum, nämlich mit 1 durch 2 mal n mal p von x. Wenn ich das ausrechne, kann ich ja 1 durch 2n nach vorne ziehen. Also Nebenrechnung. P von 1 durch 2n p von x mal x. Kann ich das, hier vorne ist ja unabhängig, kann ich herausziehen, ist ja ein Skalar. Das ist also p 1 durch 2n mal p von 1 durch p von x mal x.
Jetzt kann ich hier aber weitermachen. Das 1 durch p von x hat ja nichts mit dem x hier zu tun. Das heißt, da habe ich hier völlig unabhängig davon, darf ich das hier rausziehen. Also bleibe ich bei 1 durch p von x mal p von x. Und das ist gerade 1 durch 2n. Also so kommt hier diese Nebenrechnung zustande. Da ist also kein doppelter Boden oder irgendeine Schikane hinter, sondern man bastelt sich das Ding einfach so, dass es genau das erfüllt, was man gerade braucht. So, das heißt, ich bin jetzt genau in dieser Situation. Das heißt, ich kann damit jetzt folgern, dass q von tx kleiner ist als 2n mal p von x. Denn 2n mal p von x ist immer noch kleiner als 1. Das ist alles gut. Und jetzt setze ich einfach m gleich 2 mal n. Dann ist das natürlich eine Zahl kleiner unendlich. Und wir kriegen gerade raus, dass q von tx kleiner gleich m mal p von x ist, denn wir ersetzen ja einfach hier das 2n durch das m. Ja, das heißt, damit haben wir a nach b gezeigt. Das ist also alles tutti. Jetzt müssen wir uns also um die Rückrichtung kümmern. Ja, das heißt, wir müssen uns irgendeine Nullumgebung in f raussuchen, die 1,18 erfüllt und dann zeigen, dass daraus die Stetigkeit des Operators folgt. Also b impliziert a. Jo, sei also v eine Nullumgebung in f, also in UF von 0. Dann wissen wir ja, es existieren Halbnormen Q1 bis QL aus unserer Halbnormenfamilie Q und einen n aus n. Ja, so dass ich W gleich diesen Schnitt, also U von Q1, n bis U von QL, n, dass ich den komplett in V packen kann. So, nach Voraussetzung existieren jetzt endliche Konstanten. Also es existieren, na, ich schreibe es lieber hin. Es existieren Konstanten, die nennen wir jetzt Groß MN, die können wir natürlich wählen. Und endlich viele, kurz Blatt wechseln, und endlich viele P1 bis PM aus unserer Familie P mit, ja, jetzt wissen wir ja, Q von Tx kann ich ja abschätzen durch mn mal das Maximum von k gleich 1 bis m über die pk von x. Und das Ganze gilt für x aus e. Na, und jetzt setzen wir einfach eine Menge u fest als u von p1, m1, mn, Entschuldigung, geschnitten bis u von pm, mn. Dann wissen wir natürlich sofort, U ist eine Nullumgebung und erfüllt T von U ist eine Teilmenge von V. Nach Konstruktion. Naja, und das heißt, ich habe zu dieser Nullumgebung V hier oben eine Nullumgebung gefunden, sodass T von U Teilmenge V ist. Das heißt, T ist stetig in 0, das heißt, T ist stetig. Und damit ist auch der Beweis geführt. Das heißt, wir haben jetzt in lokalkonvexen topologischen Räumen, topologischen Vektorräumen, eine schöne handgreifliche oder eine schöne handliche Charakterisierung der Stetigkeit wieder als Beschränktheitsanmaßung, ne? Weil das ist halt genau eine Abschätzung der Form, wie wir sie schon kennen aus der GFA. Gut. Und damit wir diese Dualität tatsächlich sehen, packen wir das jetzt nochmal in die Folgerung 149, weil wir kriegen jetzt nämlich genau das Ergebnis, was wir aus der GFA schon erwarten und kennen, auch in diesem neuen Kontext wieder. Also, wir nehmen mal zwei normierte Räume. Und eine Abbildung T von E nach F, die soll linear sein. Ja, dann sind nach diesem Satz äquivalent A, das T ist stetig,
Und jetzt müssen wir uns nur daran erinnern, dass normierte Räume ja lokalkonvex sind. Das heißt, wir dürfen unseren Satz auch wirklich anwenden. Und dann erhalten wir, es existiert eine Konstante m kleiner unendlich, sodass ich die Norm von tx in f abschätzen kann durch m mal die Norm von x auf e. Und zwar für alle x in e. Und dies ist jetzt gerade das Ergebnis. Das wir eben aus der GFA schon kennen. Also zwischen normierten Räumen ist das quasi keine neue Theorie, die wir hier aufgestellt haben, sondern fällt genau mit der Theorie zusammen, die wir sozusagen schon haben. Und das ist eigentlich ganz schön, das ist immer sehr, sehr erstrebenswert, wenn man so neue Theorien entwickelt, dass man hinterher sozusagen gegenchecken kann, wenn ich das auf den Spezialfall, den ich schon kenne, einschränke, was passiert denn dann? Und das ist genau das, was man hier machen kann. Gut, beim nächsten Mal beschäftigen wir uns dann ein bisschen mit Quotientenräumen. Die kommen immer mal wieder vor und sind eigentlich ganz nett. Auch da haben wir schon in der GFA ein bisschen was zugemacht. Wir hatten ja insbesondere festgestellt, dass meine LP-Räume sich ja gerade darstellen lassen als diese geschwungenen LP-Räume. Modulo ihre Nullfunktion. Und das hier möchten wir jetzt gerne in einem etwas allgemeineren Rahmen machen. Und zwar, indem wir hierzu sozusagen eine entsprechende Topologie angeben, die halt die netten Eigenschaften hat, die wir gerne von ihr haben wollen. Und das wird dann die sogenannte Quotiententopologie sein, in Analogie sozusagen zur Produkttopologie, auch wenn es ein etwas anderes Konzept sein wird. Gut, dann wäre es das von meiner Seite für dieses Kapitel. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, macht's gut und bleibt gesund. Ganz wichtig heutzutage.